Jetzt möchten wir unser Node-Servlet ein Stück erweitern und möchten eine weitere fachliche Entität hinzufügen, nämlich den Author, und damit unser schönes ursprüngliches Node-Servlet so erhalten bleibt, wie es ist, weil wir auch einiges verändern, kopieren wir jetzt hier einfach das Projekt raus und nennen das neue Projekt Node-Servlet Haters, denn da möchten wir ja hin. Und das heißt, jetzt können wir in diesem Projekt weiterarbeiten. Wir möchten jetzt also eine weitere Entity haben. Dann kopieren wir doch einfach unsere Nodes. Der neue Name soll eben Author sein. Wir wollen es ja in der Einzahl haben. Jetzt bekommen wir hier eine neue Klasse Author. Eclipse ist clever genug, das hier auch umzubenennen. Und was wir dann jetzt machen, ist, wir geben dieser Author neben der ID, die sie natürlich irgendwo braucht, geben wir ihr nur zwei weitere Attribute, nämlich den Name. Und das machen wir jetzt einfach über Refactory Name, Alt-Shift-R, dann können wir das hier direkt einsetzen und geben ihm eine E-Mail. Ja, das hat jetzt, war zu schnell, da hat er jetzt das Alt-Shift-R nicht genommen. Dann hier auch. Ja, auch ein Name. Den Author können wir entfernen, denn wir sind ja der Author. Das heißt, wir brauchen hier nur diese zwei. Dasselbe gilt natürlich hier. Dann brauchen wir auch den Parameter hier oben nicht mehr, weder im Konstruktor noch in der Update-Methode. Dann sollten wir hier das auch ändern. Sagt immer Alt-Shift-R, wenn Sie einzelne umbenennen wollen. Ich spare zumindest, dass ich es an zwei Stellen schreiben muss. Die ID brauchen wir noch, den Author brauchen wir überhaupt nicht mehr. Den hier können wir jetzt auch saubererweise in GetName umbenennen. Sauberweise in GetEmail um. Jetzt müssen wir noch ein bisschen in unserer Formatierung hier rum vorwerken. Natürlich ist das jetzt ein Author und dieser Author, ja, der wird noch eine ID haben. Den Author-Block hier bis zum Tab, den müssen wir entfernen. Also wir gehen genau bis dort und statt des Titles setzen wir jetzt den Name ein. Den hat er schon glatt gezogen, das Member haben wir ja umbenannt und setzen hier die E-Mail ein. Fertig ist unsere neue zweite fachliche Entität Author nach genau demselben Schema wie die Node. Was wir jetzt noch tun wollen, ist, dass wir in der Node uns definieren, dass diese ja einen Author referenzieren soll. Das heißt, unser Author, der wäre hier im ersten Wurf natürlich ein echter Author Typ. Das wollen wir aber so nicht machen, weil wir dann mehr Informationen über den Author bräuchten. Wir wollen uns wirklich nur eine ID halten. Das heißt, wir benennen das jetzt um, typisieren das um in einen Integer und wählen hier Alt-Shift-R und nennen das Ganze auch wirklich Author-ID. Dann wird das auch schon mal überall glatt gezogen und dann nennen wir das jetzt in Author-ID. Wir müssen das Ganze hier unten auch nochmal machen, beziehungsweise jetzt müssen wir natürlich hier den Typ auch noch auf Integer ändern. Dasselbe gilt hier auch. Da können Sie sich jetzt natürlich auch leiten lassen von den Fehlern, denen die ID, die die IDE berichtet, und die einfach entsprechend abstellen. Es ist mir ein kleines I reingerutscht. Da wollen wir mit den Camel Caps auch sauber bleiben. Die Author-ID, das soll jetzt auch Author-ID heißen
Und hier setzen wir auch den Integer als Typ ein. Und jetzt müssen wir natürlich hier unten noch gucken. Author, da steht die Author-ID schon drin. Ja, schreiben wir der Vollständigkeit aber jetzt auch Author-ID hier rein. So, damit hat unsere Node jetzt zumindest eine Referenz in Form eines Integers auf den Author. Und wir haben jetzt zwei fachliche Entitäten statt einer. Damit können wir jetzt vor diesen Author genauso einen kleinen Webservice als Servlet wieder davor bauen.